Advanced Machine Block, Refined Iron Bronze Ingot, Tin und das in einem Kompressor und Carbon Plate ist ein Haufen Kohle. Ja, das, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. So, jetzt haben wir 9, aber ich brauche 10. Ist das frustrierend, dass wir wirklich ein einziges fehlt mir, ja? Wir haben kein weiteres mehr. Hier ist keins drin und hier ist auch keins drin. Na toll, ganz großartig. Gut, dann gib halt her, wir verschwenden jetzt ziemlich viel Kohle dafür, aber was soll's. Das mit dem UU-Matter war noch so eine Sache. Man konnte dem Mass Fabricator etwas hinzufügen, was Scrap war. Konnte man in seinen einzigen Slot hinzufügen. Und dann hat er irgendwie 10 oder 15 Mal so schnell UU-Matter hergestellt. Also auch mit deutlich weniger Strom. Aber Scrap musste man in einem Recycler herstellen und der hat halt irgendetwas gebraucht und hat das in Scrap umgeformt. Das war dem egal, ob der einen Diamanten bekommt oder einen Stick. Und da hat man eigentlich früher mit Forge Microblocks irgendwie einen Dirtblock genommen und den in winzige Stücken zerschnitten und das dann in den Recycler gegeben, damit er den wertlosesten Block der Welt hat und Scrap draus herstellt. Es ist alles ziemlich kompliziert, um Iridium herzustellen. Und später gab es Iridium Ore. Aber wie wir sehen, gibt es kein Iridium Ore. Es gibt nur dieses hier, was aus UU-Matter hergestellt wird. Okay, viel geredet. Wir können einen Destruction Catalyst bauen. Meine ich, jetzt brauche ich Sand. Und ich habe keinen Sand. Ach, Mann. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen hier den Philosopher's Stone. So. Setzen den hier so. Bam. Und bauen Sand ab. Ist das geil? So. Und jetzt machen wir das hier nochmal. Bam. Und bauen Sand ab. So. Und jetzt können wir diese blöden TNT-Blöcke bauen. So. Destruction Catalyst, Nova Catalyst, TNT 1 und 2. Und Nova Catalyst. Bekommen wir 2 raus. Haben wir 4. Und? Ach Gott. Flint und Steel. Wirklich? Iron. Habe ich jetzt keinen Flint mehr? Doch, einen habe ich noch. Weil den Flint, den wir für das Nether-Portal benutzt haben, der hat schon seinen Charge verloren. Den können wir nicht nochmal benutzen. So. Bam! Destruction Catalyst. Geil! Das ist jetzt mein Grabwerkzeug der Wahl. So, jetzt kann das alles weg. Und jetzt können wir richtig... Jetzt können wir richtig der Welt den Arsch aufreißen. Das ist, was wir wollen. So, Destruction Catalyst können wir aufladen. Und dann baut er einen ewig langen Tunnel ab. Ich glaube aber, dafür braucht er seinen Charge. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, was der jetzt kann, völlig ohne Charge. Ob der überhaupt irgendetwas macht. Weil da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Es könnte sein, dass der nur einzelne Blöcke abbauen kann. Also einen tief oder dass er gar nichts macht. Er macht gar nichts. Scheiße. Mist, er macht überhaupt gar nichts. Mist. Er macht nichts, er braucht einen Charge. Okay, da kommt jetzt natürlich zum Beispiel Glowstone ins Spiel. Weil wir das vorerst für nichts anderes brauchen und im Nether eigentlich eine ganz gute Ressource dafür haben. Wir sollten uns vielleicht im Nether eher umgucken, sobald wir hier... Swiftwolf's Rending Gale haben. On Pedestal shoots lightning at nearby mobs, activates every 3.5 seconds. Nein, wollen wir nicht. Aber damit kann man fliegen. Ohne Wenn und Aber, braucht keine Versorgung. Bin ich der Meinung. Aber wir brauchen hier 4 Dark Matter. Und das ist unglaublich teuer. Weil Dark Matter erfordert 8 Analys Fuel, 8 Stück, jeder so viel wert wie ein Diamant, und ein Block of Diamond. Also pro 8 Analys, pro Dark Matter brauchen wir 17 Diamanten. Mal 4. Der Rest des Iron Bed ist nicht schlimm. Das ist natürlich eine schöne Sache, die wir eigentlich auch haben wollen, damit wir fliegen können. Ohne Kompromisse. Aber das ist ein bisschen teuer. So, jetzt nehmen wir jedenfalls einfach mal Glowstone mit. Und gucken mal, was wir mit dem Destruction Catalyst dann alles abbauen können. Aber wenn wir fliegen können und uns einfach nur so ein bisschen Glowstone holen, damit wir abbauen können, dann ist ja kein Problem. So, abgebaut. Was hatten wir eben? Wir haben 14 Glowstone.
Und jetzt haben wir immer noch 14. Also es ist jetzt schwer zu sagen, wie viel der jetzt verbraucht, aber irgendwann wird es halt plötzlich nicht mehr gehen. Ne? Das ist die einfachste Methode, um herauszufinden, ob man noch Charge hat oder nicht. Man überprüft einfach, ob er noch funktioniert. Jetzt haben wir nur noch 13 Glowstone. Der wird halt hier munter alles verwenden, was wir im Inventar haben. Das Problem bei dieser Sache ist natürlich, dass es passieren könnte, dass wir unterwegs Redstone finden und er benutzt den als Charge. Weil zwischendurch unser Glowstone aufgebraucht wurde und wir haben es nicht gemerkt. Das kann natürlich immer passieren und das ist ein Problem. Aber ansonsten, wenn man da ein bisschen aufpasst, kann einem nicht allzu viel passieren. Und vielleicht können wir mal, nur um das zu demonstrieren, obwohl wir sind hier relativ... Nee, wir sind relativ tief. Wir machen jetzt einfach mal einmal einen kompletten Tunnel und gucken überhaupt, ob 13 Glowstone ausreichen und wie lang der wird. Vielleicht wird er nur halb so lang, weil der Charge nicht reicht. Ich habe immer noch 13. Ah. Das erscheint mir ziemlich mächtig. Der scheint ziemlich genügsam zu sein. Großartig. Das ist ja fantastisch. Also wie es aussieht, verbraucht der Destruction Catalyst bei weitem nicht so viel Zeug, wie ich dachte. Wir haben immer noch 13. Das ist toll. Bam. So. Und hier haben wir jetzt plötzlich eine Höhle gefunden. Ja, kann man so ausdrücken. Wir haben eine Höhle gefunden. Okay, das ist cool. Weil man sollte den immer wieder mal ausschalten und bloß nicht in der Basis versehentlich damit klicken. Habe ich schon gemacht und eine halbe Basis abgebaut. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht gut. So, also damit können wir jedenfalls ganz wunderbar in der Tiefe nach Kram suchen. Und den werden wir dringend brauchen. Und meiner Meinung nach, jetzt nach meiner Logik zumindest, müssten wir damit auch Obsidian abbauen können. Und das wäre natürlich auch eine sehr schöne Zeitersparnis. So, sehr schön. Dann können wir das hier eigentlich, wir nehmen jetzt nur noch die Diamond Pickaxe und wahrscheinlich benutzen wir die Diamond Pickaxe für nur sehr wenige Sachen. Die wird also sehr lange halten. Da steht nicht, was die für ein Charge hat, aber gut, ist okay. Dann halt nicht. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Kohle gefunden, nicht allzu viel. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, es könnte gut sein, dass die Nether Pigmen nicht böse werden, wenn ich es mit dem Destruction Catalyst abbaue. Weil das prinzipiell kein... Weil ich es nicht mit meinen eigenen Händen abgebaut habe. Es könnte sein, dass das einfach von der Mod her nicht miteinander kompatibel ist und die Mobs das deshalb nicht bemerken. Das sollte man nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie lange die Zombie-Pigmen aggressiv sind, aber nicht für immer. Das vergeht mit der Zeit. Oh nein, sie sind wieder böse. Ja, sie sind wieder böse. Okay, das hört man an einem Grunzen, wenn man reinkommt. Oh Gott. Das wäre jetzt ultra ungünstig, weil ich dann meinen Destruction Catalyst hinschmeiße. Okay, ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Großartig. Fantastisch. Aber wenigstens bin ich nicht neben der Lava gestorben, weil dann könnte ich meinen Destruction Catalyst reinschmeißen. Jetzt ist die Frage, ich glaube, wenn man stirbt, wird es resettet, richtig? Ich glaube, die jagen... Nein, sie jagen mich immer noch. Ich war der Meinung, sie jagen einen so lange, bis man gestorben ist, aber sie jagen mich immer noch. Ich werde euch ein Geheimnis verraten, weil ich das für Bullshit halte, machen wir jetzt so. Ich gehe da rein und hole mein Zeug. So, ihr seid zwar immer noch aggressiv, aber das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt hier rein und hole mein Zeug. Weil das, finde ich nicht fair. So. Weil ich bin jetzt gestorben und ich finde, ich habe es verdient, in Frieden zu leben. So, wir werden kurz hier ganz in Ruhe. Waypoints, latest death, werden wir löschen. So. Und dann werden wir zusehen, dass wir mit euch nie wieder zu tun haben. Oder ich werde es in der Konfiguration einfach ausschalten. Das wäre vielleicht einfacher. Aber guck mal, wie lächerlich das ist, wie viele hier sind. So. Okay, dann machen wir hier den S draus und alles ist gut. Und alles ist so, als wäre es nie passiert. Das ist doch... So wollen wir das doch haben, oder? Ja. Okay. So. Also, wir haben etwas gelernt. Glaube ich. Ja.
Doch, wir haben durchaus etwas gelernt. Ich weiß nicht, ob das eine Lektion ist, die wir lernen wollten, aber es ist geschehen. So, wie sieht's denn hier aus? Der hat immer noch Strom. Warum hat denn der eben überhaupt irgendwas gemacht? Was fällt dir ein, irgendetwas zu tun? Wir brauchen eigentlich brauchen wir eine neue Pumpe. Aber ich habe gerade ein Problem, wie wir die Lava aus dem Nether hier nach oben bekommen. Weil es gibt ja kein Tesseract. Es wird aber eine Ender Chest geben. Gibt es nur die normale? Weil das wäre doof. Ich würde eigentlich gerne eine andere benutzen. Die will ich eigentlich benutzen. Die gefällt mir besser. Die gefällt mir besser. So. Weil dann müssten wir... Ach nein, es gibt ja den Ender Tank. Jawohl, wir bauen den Ender Tank. Das ist viel besser. Dann können wir die Pumpe im Nether haben. Die füllt den Ender Tank. Und hier haben wir noch einen Ender Tank. Und der füllt sich dann gleichzeitig. Gleichmäßig. Nein, gleichzeitig war richtig. Jetzt die Frage, können wir Blaze Rods herstellen? In einem Compressor Blaze Powder. Und ich glaube, das kann man auch herstellen. Nein. Aber das war mal so. Ah, über Thermal Foundation ging das. Über Thermal Expansion oder wie auch immer. Ender Pouch ist natürlich auch schön. Ender Farm. Chorus Flower and Ender Lily Farm. Okay, das ist interessant. Gut, wir müssen also die gottverdammten Blazes müssen wir uns so holen. Obsidian kriegen wir hin. Cauldron kein Problem. Ender Pearl können wir aus Iron Ingot herstellen. Seht ihr, das ist so eine Sache. Manche Sachen kann man einfach herstellen. Und deshalb muss man manchmal gucken, na, wie sieht's aus? Geht das nicht? Das fände ich nämlich ganz cool, wenn das ginge. Und manchmal geht's tatsächlich. Oh, wir haben viel Iron Dust. Das ist sehr gut. Dann machen wir mal so. Ne? Und guck mal, schon sind 3 fertig. Ich brauche aber mehr als 3. Und nochmal sind 3 fertig. Der ist sehr viel schneller, als ich es erwartet hätte. Da haben wir jedenfalls einen Cauldron. So. Und dann haben wir schon mal etwas, was wir dafür brauchen. Das Problem ist natürlich, wir müssen den zweimal bauen, ne? Moment, ich wollte gar keinen Cauldron bauen. Ich wollte eigentlich eine Enderpearl herstellen. Okay. Enderpearl. Und da machen wir gleich 2 draus. So, wir brauchen 2. Weil das Rezept interessiert es nicht, ob wir 2 Endertanks brauchen, damit das Sinn ergibt. Das ist dem egal. Das macht dem gar nichts. Deshalb müssen wir 2 Endertanks bauen. So. Okay. Das heißt, die beiden haben wir schon. Und dann brauchen wir noch 4 Obsidian und weiße Wolle. Muss die unbedingt weiß sein? Ich meine, ich habe keine weiße Wolle mehr. Die ist im Bett gelandet. Mann, ist der schnell. Deshalb machen wir uns hier einfach mal professionell eine Schere und werden irgendwo noch ein Schaf scheren. Ich will nicht wieder die... Obwohl, das war... Hier war Schafparadies. Genau hier an der Basis. Und ich habe die einzigen 3 Schafe oder 4, die es waren, die hier waren, habe ich getötet. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Wer weiß, wo die nächsten Schafe sind. Wir haben alles gesehen. Wir haben Kühe gesehen und Schweine und überall sind Hühner. Aber Schafe müssen wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Da sind schon wieder Schweine, die kann ich nicht scheren. Ja, müssen wir mal ein bisschen ins Blaue laufen und gucken, ob irgendwo Schafe auftauchen. Aber dieser Bärenbusch hier, ist das nicht sogar... Kann man da nicht... Ja, Cranberries. Cool. Also ich meine, überhaupt nicht cool. Ich mag Cranberries nicht. Aber das ist doch eine nette Verpflegung für unterwegs. Das ist eine gute Sache. Sollten wir dran denken. Das ist eben nicht nur Natura, sondern auch, wer weiß, von welcher Mod das war. Binnies Extra Trees. Okay. Danke, Bienen. Ich muss es ja manchmal sagen. Aber nicht zu oft. Sonst fühlen sie sich zu sehr geschmeichelt. Das wollen wir auch nicht. Ha! Wo? Wo? Da, wunderbar. Weiße Schafe. Wer hätte das gedacht? Schnipp! Und schnapp! So. Dann wachst du am Morgen auf und fragst dich, hey, Pesti, was hast du mir da abgeschnitten? Okay, das sind scheinbar nur diese 3 Schafe. Nein, da ist noch eins. Ich meine, ich brauche ja
nicht viel. Wenn wir diese Ender-Tanks haben, da steht da White, White, White. Und mit Farbstoffen können wir diese Codierung ändern. Das heißt, wir können dann Weiß, Blau, Weiß machen. Oder Blau, Gelb, Grün oder so. Und dadurch haben wir die Farb kodiert und es gibt halt mehrere Tanks, wenn wir das wollen. Was natürlich sehr hilfreich ist. Und ich glaube, wenn man den Ender-Tank von Anfang an nicht mit weißer Wolle baut, sondern mit blauer Wolle, dann wäre die Codierung von Anfang an Blue, Blue, Blue. Gehe ich mal zumindest von aus. Aber ich hatte das tatsächlich noch gar nicht die Situation, dass ich verschiedene Ender-Tanks oder Ender-Chests gebraucht habe, was natürlich ein gutes Zeichen dafür ist, dass ich diese Mod oder das darum gebaute Modpack bei weitem nicht ausgereizt habe. Und das können wir sowieso einfach mal so für voll nehmen, dass das tatsächlich stimmt. Da brauchen wir gar nicht groß drüber mutmaßen, das ist so. Es ist ja wirklich selten, dass ich ein Modpack wirklich ausreize. Oder habe ich das überhaupt jemals getan? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht in Avaritia. aber auch da wäre in Draconic Evolution noch mehr möglich gewesen. Ich meine, es zieht es halt alles irgendwann ins Lächerliche. Aber ich finde, mit Avaritia in der einen Staffel, ich weiß nicht mehr, welche es war, da haben wir schon ziemlich gut Fortschritt gemacht hin zu, okay, das wird jetzt ziemlich albern, ne? Wenn man das mal so sieht. Wir haben noch Glas, das ist sehr schön. Obwohl, das hilft mir nicht. Warte, es gibt doch einen Portable Tank. Nein, gibt es nicht. Weil ich wollte eigentlich im Nether Lava auffüllen und die Lava dann mitnehmen, um hier Obsidian herzustellen. Hm. Weil dann müsste ich nicht wieder da hinten zu der Lava laufen. Aber gut, das ist eigentlich nicht so dramatisch. Wir können es ja mit dem Destruction Catalyst abbauen und mit dem Philosopher Stone umformen. Das sollte ja relativ leicht sein. Also, Wolle haben wir jetzt auch. Das heißt, wir brauchen jetzt tatsächlich nur noch die Blaze Rods und Obsidian. Und das Obsidian holen wir jetzt sofort. Okay, cool. Das geht ja tatsächlich alles deutlich besser, als ich dachte. Da müssen wir uns nur noch irgendwie überlegen, was man jetzt für eine geile Rüstung bauen könnte. Ich meine, Iron haben wir genug. Das steht außer Frage. Ich könnte eine Iron-Rüstung bauen. Ich glaube, man brauchte... Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber 21? 21 Ingots oder Gems oder was auch immer. Man braucht 21 Stück, um eine Rüstung herzustellen. Glaube ich. Wenn wir mal überlegen, der Helm braucht 5. Das Oberteil braucht 8, wären 13. Die Hose braucht 7, wären 20. Und die Schuhe brauchen 4. 24, nicht 21. Na gut, 24. Ich glaube, 21 habe ich gesagt, weil ich an 31 dachte und so viel braucht man, glaube ich, für ein Anvil. Ich weiß, das ist jetzt ein seltsamer Bezug, der nicht wirklich Bezug dazu nimmt, aber so ungefähr hat mein Gehirn gerade funktioniert.